Am gestrigen Tag, da wurde im Bundeskanzleramt sehr viel geredet, aber wenig Konkretes gesagt. Das soll sich heute ändern, allerdings hinter verschlossenen Türen, denn mit der Sozialpartnerschaft wird heute abgestimmt, welche Maßnahmen man für einen etwaigen Lockdown-Light treffen soll und treffen muss. Konkret sind das natürlich die Wirtschaftskammer auf der einen Seite und die Gewerkschaft auf der anderen Seite. Und da gibt es eine Reihe von Wünschen und auch von Forderungen. Die große Frage ist, wie die Gewerkschaft damit umgeht, wenn es zu einem Lockdown-Light kommt und viele Arbeitnehmer gekündigt werden oder erneut in Kurzarbeit fallen, wie man hier umgehen muss, welche Hilfspakete man hier schnüren und schnüren muss. All das ist eine Frage, die natürlich von hoher Relevanz ist, auch für die Gewerkschaft. Zum Zweiten natürlich die Wirtschaftskammer, Präsident Harald Mara von der Wiener Wirtschaft, von der österreichischen Wirtschaftskammer, der hat ja unter anderem gemeint, man muss gegen das Virus vorgehen und nicht gegen die Betriebe. Das heißt, man möchte hier natürlich auch alles daran setzen, möglichst viele Betriebe, wenn irgendwie möglich, offen zu halten, um auch den Unternehmern hier nicht noch größere Steine in den Weg zu legen. Wie es weitergeht, wir werden es sehen. Die Landeshauptleute werden dann ja auch noch informiert, dann die anderen Parlamentsparteien, der Bundespräsident, und am Samstag soll es dann eine Meldung an die Öffentlichkeit geben, wie es dann wirklich aussieht mit einem etwaigen Lockdown-Light.